Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine neue Box für dich oder ein neues Unboxing und zwar von der Juveniles Men Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe tatsächlich dieses Mal sowohl die Männerbox als auch die Ladybox, als auch die Juveniles Young Box, als auch die Juveniles Nature Box bestellt und das hier ist jetzt die Männerbox. Genau, und die wollte ich jetzt heute einfach mal öffnen. Kostet 16,95. Ich glaube, alle kosten 16,95. Ich setze dir die Links zu den ganzen Boxen mal unten in die Infobox rein. Gibt es nämlich auf Amazon, da kann man die bestellen und ja, Sammy. Sammy möchte auch mitgucken. So sieht sie aus, wenn man den Deckel abnimmt. Da hat man hier das Seidenpapier und die schwarze Schleife, weil es ist ja für die Männer. Es kommt ein sehr, sehr kräuteriger Geruch raus. Ich öffne mal das Schleifchen. Und dann würde ich sagen, wir gönnen uns mal den ersten Blick in die Box. Oh, da sehen wir schon einen scharfen Mann. Also hier habe ich auch einen Gutscheincode, den du tatsächlich, wenn du möchtest, gerne jetzt übernehmen kannst. Hier ist auch das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und der erste Blick in die Box. Es ist für mich ganz praktisch. Ich kann oder ich bestelle jetzt auch in letzter Zeit ein paar Mal mehr so Männerboxen. Ich wollte auch demnächst mal Männer-Adventskalender bestellen, weil ich auch Männer-Adventskalender selber stellen wollte vielleicht. Also für mein Umfeld, für Familie, Freunde, wie auch immer. Also Familie wohl eher. Und ich habe tatsächlich überlegt, hey, es wäre doch super witzig, wenn ich für unseren lieben DHL-Boten doch vielleicht auch mal einen erstelle, oder? Ich meine, der rackert sich hier echt in letzter Zeit mega bei mir ab. Okay, wir gucken mal rein, was sich hier in der Box verbirgt. Juveniles ist eine Box, da hast du Marken drin, die du vorher noch nie gehört hast. Ich finde es immer total spektakulär. Und wir fangen jetzt einfach mal bei dem ersten Produkt an. Das ist Ingrobar Haar. Ein Styling-Gel, Kraft und Wachstum für ihr Haar. Haarpflege ist Kopfhautpflege. Okay, ja, das ist dieses Produkt. 100 Milliliter sind hier enthalten. Und dieses Produkt kostet 21 Euro. Wow, also mein Freund kann mit sowas nichts anfangen, weil der nicht so lange Haare hat und auch nicht so viele, um die zu stylen. Ob für Menschen mit Haarwuchsproblemen oder Menschen, die einfach Wert auf natürliche Qualität legen. Das Ingrobar Natural Styling Gel stylt, pflegt die Kopfhaut und das Haar, stoppt Haarausfall und regt den Haarwuchs an. Das finde ich ja charmant, ne? Es handelt sich um eine Leave-On-Kur, dadurch haben die Ingredienzien ausreichend Zeit, ihre Wirkung auf der Kopfhaut zu entfalten. Okay, also musst du das wirklich drauf lassen. Das finde ich ganz witzig. Ich meine, lässt du ja so oder so, ist ja Styling-Gel. Das ist quasi wie bei uns, wenn wir uns einen Eyeliner ziehen und du gleichzeitig so ein Wimpernserum mit drin hast, ne? Das, so stelle ich mir das vor, das finde ich ganz cool. Ja, ne? Die Tube ist jetzt nicht wunderschön, also das muss ich ja wirklich sagen, aber eine coole Nummer, doch. Kann man wohl gebrauchen. So, dann haben wir hier etwas drin von Pinus Vital. Auch das ein Pflegeshampoo, wo groß Tester draufsteht. Okay, für sensible Haut, regulierendes Shampoo aus dem Herzen der Kiefer. Ich glaube, das hatte ich tatsächlich mal als ein Serum oder so oder ein Abschminkgedöns für Frauen. Auch in so einer Juveniles-Box mit drin. Ich meine, sowas muss ja nicht unbedingt zwangsläufig für Männer sein. Ne? Das können auch Frauen benutzen. Mit mindestens 57% wohltuendem Extrakt aus Kiefern, Kernholz. Es ist vegan, da sind 50 Milliliter enthalten. 200 Milliliter würden kosten 8,90 Euro. Das heißt, ein Viertel davon, ja, okay, ein bisschen über 2 Euro. Durch milde und natürliche Waschsubstanzen auf Zucker- und Kokosölbasis, ja klar, ist ja auch zum Haare waschen, Claudi, läuft, ne? Reinigt das Pflegeshampoo das Haar besonders sanft und reduziert spürbar zu schnelles Nachfetten des Haaransatzes. Okay, ja, also definitiv auch für Frauen geeignet. Durch die Inhaltsstoffe aus dem Kernholz der Kiefer bringt das Shampoo insbesondere irritierte Kopfhaut wieder ins Gleichgewicht. Das ist sowas von was für mich, weil ich habe, wenn ich so meine Periode habe, öfters mal so Pickelchen auf der Kopfhaut oder irritierte Kopfhaut im Allgemeinen und da kann ich sowas sehr gut gebrauchen. Toll, das ist jetzt, das bleibt bei mir. Ich denke, das bleibt wirklich bei mir, ja, doch. Kiefernkernholz läuft. Okay, dann haben wir hier ein Produkt von Ahava. Ahava habe ich jetzt tatsächlich schon öfters mal drin gehabt in Boxen. Das ist ein Roll-on Mineral Deodorant, aluminiumfrei mit Dead Sea Mineralien, 50 Milliliter. Und hier steht wirklich drauf, dass es für Männer ist. Ne? Also da steht es
eindeutig drauf. Das Ding kostet 15,50 Euro. Wow. Angereichert mit Mineralien aus dem Toten Meer und Vitamin E beruhigt dieses milde Alkohol- und aluminiumfreie Deodorant die Haut und hält die Achseln für Stunden trocken und geruchsfrei. Die schnell trockene Formulierung mit Aloe Vera und Kamille beruhigt und schützt auch die empfindlichste Haut. Ja, hört sich doch ganz nett an. Das ist halt ein Roller. Und es riecht wirklich männlich. Also ich denke, auch Deos können Frauen genauso verwenden wie Männer auch. Ne? Also die auch männlich riechende Deos, das höre ich immer wieder. Ja, würde ich jetzt aber nicht unbedingt machen. Ich glaube, das wäre wirklich eher so ein Weiterschenkprodukt. Ja, also ne, das muss man dann auch soweit mögen. Gut, dann habe ich hier das nächste. Das ist definitiv was für Männer. Und zwar Famos Natur for Men Skin and Beard Öl. Ein Haut- und Bartöl für Bart. 15 Milliliter, das kostet 24,50 Euro. Also du hast hier fast mit jedem Produkt den kompletten Wert der Box schon raus. Das finde ich bei der Juvenilis-Box auch immer so krass, ne? Wertvolles Öl aus schwarzem Sesam, Ursamen, Argan, Sonnenblume und Soja mit Ackerminze, Weihrauch und Bergamotte. Spendet durch ungesättigte Fettsäuren reichhaltige Pflege für Haut- und Barthaar. Erhält die natürliche Elastizität und Spannkraft des Haares. Es unterstützt die Zellerneuerung und beugt der Hautalterung vor. Ach, was freundlich, ne? Wirkt entzündungshemmend und beruhigt die empfindliche Haut. Also das kann ich mir halt wirklich gut nach der Rasur vorstellen, ne? Das beugt dann wahrscheinlich auch Rasurbrand und so einem Kram vor. Doch, nicht schlecht, Herr Specht. Eine schöne Pipette. Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Kann ich mir auch gut als Aftershave-Öl jetzt so für Frauen oder so vorstellen, ne? Ja. Gut. Kommen wir zum letzten Produkt. Und das hier ist ein Ölsenf-Nativ von Ölmühle Solling Bio. Hä? Kein Einzelverkauf, 20 Milliliter? Da weiß ich jetzt nicht, was das soll. Ist es zum Trinken? 100 Milliliter würden kosten 6,90 Euro. Und hier sind ja drin, was habe ich gesagt, 20, also ein Fünftel davon. Das native Senföl der Ölmühle Solling wird aus schwarzer und gelber Biosenfsaat mühlenfrisch kalt gepresst. Es zeichnet sich durch die typische Senfschärfe aus, wie sie auch für Meerrettich, Wasabi, Rucola, Radieschen und Kresse typisch ist. Die Schärfe ist auf den natürlichen Gehalt an Senf, Ölglykosiden und dem daraus freigesetzten Isothiocyanate Allylyl, ich kann es nicht lesen, zurückzuführen. Also das ist dann wahrscheinlich wirklich zum Einnehmen, also zum Essen, zum Dünsten für Dressings, Dips und Marinaden. Okay, ja, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass die Juvenilis-Box eher so eine Beauty-Box ist und weniger so eine Box mit Öl für Essen. Das ist interessant. Senföl ist auch mal was ganz, ganz anderes. Und ja, das wird hier bei mir bleiben. Das werde ich jetzt auch mal probieren. Oh, es riecht wirklich interessant, Leute. Es riecht senfig tatsächlich. Bei Senf denken wir auch immer an den klassischen Senf. Aber Senf ist ja auch eigentlich eher eine Pflanze, glaube ich, ne? Okay, kann ich hier so auf den Finger machen? Boah, das schmeckt voll geil. Voll geil. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn du so Fisch in Honig-Senf-Soße oder sowas machst, ne? Dass du sowas damit dazu nimmst. Das finde ich cool. Das finde ich echt interessant. Ne? Wow. Cool. Ja. Das waren schon die Produkte. Was heißt schon? Der Inhalt der Box war schon meiner Meinung nach recht umfangreich und opulent. Also das waren 1, 2, 3, 4, 5. Coole Produkte. Wirklich, das hat mir gut gefallen. Und ja, ich würde einfach sagen, wenn dich die Box interessiert, dann schau doch einfach mal unten in die Infobox rein. Da habe ich dir den Amazon Affiliate Link reingepackt. Dann kannst du sie vielleicht auch bestellen, wenn du sie haben möchtest. Achtung, der Inhalt der Boxen kann variieren. Also, wenn du jetzt die Box bestellst, hast du nicht unbedingt 1:1 die gleichen Produkte, die ich in der Box drin hatte. Das ist hier noch ein bisschen intensiver von der Varietät, als es bei der Glossy Box zum Beispiel ist, ne? Da wechseln ja vielleicht auch mal 1-2 Produkte. Hier kann es sein, dass du einen komplett anderen Inhalt hast. Das ist jetzt so ein bisschen so ein kleiner Einblick, sage ich mal, ne? Aber ja, manche haben dann wirklich immer den gleichen Inhalt, manche haben komplett andere Sachen. Aber vom Wert her
ist es immer recht vergleichbar. Ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Es lohnt sich definitiv, weil du denkst ja auch immer dran, ne? 16,95 kostet das Ding. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!